Heute möchte ich leckere Bacon Rolls machen. Die sind total einfach gemacht. Und dafür müssen wir erstmal einen Teig anrühren. Und das sind die Zutaten. Das wären 500 Gramm 550er Mehl. Das wären 300 Milliliter Wasser. Einen halben Würfel Hefe, einen halben Teelöffel Salz und ein Esslöffel Olivenöl. Und jetzt zeige ich euch, wie es geht. Als erstes geben wir das Wasser in den Mixtopf. Und den halben Würfel Hefe. Das müssen wir jetzt leicht erwärmen. 2 Minuten, 37 Grad auf Stufe 2. So, jetzt ist die Hefe aufgelöst. Jetzt geben wir das Mehl dazu. Den 1,5 Teelöffel Salz und den Esslöffel Olivenöl. Und das Ganze verkneten wir jetzt 4 Minuten auf Teigstufe. Und jetzt hätten wir unseren Teig schon mal fertig. Den müssen wir jetzt eigentlich nur noch in eine Schüssel umfüllen. So. Ist ein schöner glatter Teig, also der lässt sich auch ziemlich leicht rauslösen. Den drehen wir jetzt einfach raus. Schwuppdiwupp. Raus ist der Teig. Hier dran, so. Perfekt. Und den Teig, den lassen wir jetzt einfach stehen für 1,5 Stunden und dann können wir weitermachen mit den Rolls. Also bis dann. Für unsere Bacon Rolls, für die Füllung, habe ich jetzt hier die Zutaten zusammengestellt. Und mehr ist es eigentlich gar nicht. Und zwar habe ich hier einen frischen Topf mit Basilikum, einen halben Teelöffel Salz. Das sind 50 Milliliter Olivenöl, 50 Gramm geriebener Parmesan, die Baconscheiben und 2 Kugeln Mozzarella. Und jetzt zeige ich euch, wie es geht. Jetzt gebe ich den geriebenen Parmesan einfach in den Mixtopf. Wenn ihr am Stück macht, könnt ihr natürlich auch 50 Gramm Parmesan in Stücken dazugeben. Die müsst ihr dann vorher 10 Sekunden auf Stufe 10 dann einfach zerkleinern. Aber ich habe jetzt hier schon einen zerkleinerten genommen. So, jetzt kommt noch das Olivenöl dazu, das Salz und das habe ich jetzt, die Blätter habe ich jetzt weggemacht von den Stielen. Das ist ein guter halber, ja, bis dreiviertel Topf, da habe ich die Blätter einfach weggemacht. Und das müssen wir jetzt einfach nur 20 Sekunden auf Stufe 7 vermischen. Und schon haben wir unsere Masse fertig. Es duftet tierisch nach frischem Basilikum. Also das ist wirklich nicht viel, aber das ist komplett ausreichend für das Einschmieren vom Teig. Jetzt hole ich mir meinen Teig und den können wir jetzt gleich aus. Mein Teig ist jetzt super aufgegangen. Den holen wir jetzt mal aus der Schüssel raus. Kneten den noch mal ganz leicht durch, dass er überall dann auch ein bisschen Mehl hat. Sehr schön. So. Braucht man noch ein bisschen Mehl, damit er dann auch nicht klebt, wenn wir ihn jetzt ausrollen.
legen wir jetzt zu mir. Und jetzt rollen wir den Teig schön aus. So, jetzt ist der Teig so gut wie ausgerollt. Ich habe ihn ca. 50 cm lang und 30 cm breit ausgerollt. Sollte schon schön rechteckig sein. Und jetzt geben wir unsere Basilikum-Parmesan-Masse da drauf. Und die streichen wir jetzt einfach aus. Schön überall bis draußen am Rand. Schön ausstreichen auf alle Fälle, dass überall ein bisschen von der leckeren Masse ist. So. Perfekt. Jetzt habe ich die Masse gut ausgestrichen. Perfekt. Und jetzt müssen wir in die Länge, von der Länge her, brauchen wir jetzt 7 Streifen. Ich müsste ungefähr einen Abstand machen, sage ich mal so 4,5 cm ungefähr. Jetzt schauen wir mal, dass wir das da so reinschneiden. Einfach gerade rüber. Dass wir da leckere Streifen machen. Sollen ja rot werden, ne? Nehmt ein schönes, scharfes Messer, wenn ihr habt. Der Teig ist. Der dehnt sich super. Und der zieht sich auch wieder schön zusammen. Also ist sehr elastischer Teig. Also. So. Perfekt. Wenn sie ein bisschen unterschiedlich sind, macht das gar nichts. Sag mal, wenn die backen, dann gehen die sowieso noch nach oben. Also dann nicht so einen Kopf machen, wenn sie nicht alle gleich sind. Und dann ist er auch jetzt breiter wie die. Stört überhaupt nicht. Jetzt hole ich mir meinen Mozzarella und dann machen wir. Habe ich mir meinen Mozzarella hergeholt. Und ich möchte euch einen kleinen Tipp geben. Wenn man eine Mozzarella rausnimmt, ist er in der Lage. Und ich drücke ihn immer mit der Hand einfach ein bisschen aus, damit er nicht mehr so eine Feuchtigkeit hat. Ich mache das auch, wenn ich Pizzen mache. Also ist ein Tipp. Dann ist er nicht mehr so nass und weicht halt dann auch nicht so durch. Ehe wir jetzt den Mozzarella drauf rupfen, legen wir einfach 2 Lagen. Na, komm her. Super. Legen wir einfach 2 Scheiben Bacon da drauf. Das machen wir jetzt auf jedem Streifen so. Genau. Nochmal. Super. So, jetzt haben wir es nicht alle belegt. Und jetzt nehmen wir unseren Mozzarella und zerrupfen den und verteilen den halt jetzt auf dem Bacon. Sehr schön. Jetzt haben wir den Mozzarella gleich verteilt. Schaut schon ganz witzig aus, finde ich, oder? Also ich glaube, das wäre echt was für euch. Das ist eigentlich nicht so viel Arbeit. Und man backt und kocht ja auch mit Liebe, ne? So. Ehe wir die zusammenrollen, richte ich jetzt noch schnell eine Form her, wo wir die reinsetzen und dann rollen wir sie zusammen. Ich habe mir jetzt einen 24er Gusseisentopf vorbereitet. Den habe ich jetzt gebuttert und habe den mit Mehl bestreut. Wenn ihr natürlich nicht in so einen Topf habt, ist es nicht so schlimm. Dann nehmt ihr halt einfach einen 26er Springform und die buttert ihr auch ein und legt halt ein Backpapier vorher rein.
dass die euch halt nicht unten ankleben. So. Und jetzt rollen wir sie und setzen sie da rein. Es geht ganz einfach. Einfach aufrollen. Perfekt. Und jetzt haben wir schon unsere erste Rolle. Die setzen wir jetzt mittig rein. Und das macht man jetzt mit den restlichen auch. Also ist wirklich nett und die schmecken wahnsinnig gut. So, jetzt haben wir sie alle gerollt. Setzen wir sie von der Seite rein. So. Und fertig werden unsere Rolls. Wir lassen den Topf jetzt noch eine halbe Stunde so ruhen. Da geht der Teig noch ein bisschen auf. Und indessen heize ich meinen Backofen auf 200 Grad Ober-Unterhitze vor. Und dann kann er bald gebacken werden. Also bis gleich. So, unsere Bacon Rolls, die dürfen jetzt in den Ofen. Die sind jetzt erst noch mal ein bisschen aufgegangen. Haben ein bisschen an Form dazu gekriegt. Und jetzt dürfen sie für 45 Minuten in den Ofen. Also bis später. Jetzt habe ich unsere Bacon Rolls ganz frisch aus dem Ofen geholt. Sie duften irre nach Bacon. Also ich glaube, das ist eine Sünde wert. Schön viel Käse mit Basilikum, Parmesan, guten Olivenöl und lecker Bacon. Ich hoffe, es hat euch gefallen und habt vielleicht Lust bekommen, das jetzt nachzumachen. Das würde mich sehr freuen. Bis zum nächsten Mal, eure Conny.